Liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei Dada Tischestube, diesmal einer ganz neuen Situation. Der Erich steht neben mir und die Kamera scheint zu schweben, aber nein, der Hausherr wurde dazu genötigt, uns zu filmen. Wir haben ihm versprochen, wir kommen ihm preislich entgegen. Das ist natürlich alles ein Unsinn, aber er glaubt es anscheinend. Wir montieren heute eine Stahltür. Wir haben bei diesen Menschen hier, bei diesen Hausherren, hier auch diese Türen montiert. Die alten wurden entfernt, neue kommen rauf. Hier oben, was zu retten ist, wird gerettet. Dieser Rahmen wird geschliffen, neu gestrichen. Das wird auch alles gestrichen. Das Glas wird neu eingekittet. Aber jetzt machen wir diese Türe. Wir haben die Bretter hier mit der Oberfräse direkt gleich auf der Baustelle gefälzt. Einen Falz, damit quasi, wenn es zusammentrocknet, dass man nicht durchschauen kann. Und innen der Falz wurde schon mit Leinölfarbe gestrichen, dass, wenn es später zusammentrocknet, dass man das auch sieht. Stimmt das, Erich? Ja. Hast du schon Hallo gesagt überhaupt? Ach so, das habe ich jetzt vergessen. Hallo. Ja, das ist der Erich. Passt schon, ja. Ja. Jetzt, Erich, du musst jetzt wieder reingehen. Okay, ich werde... So immer in den Mittelpunkt bringen, das geht. Ja, ja, ja. Jetzt, die Türe wurde an diesen herausgeputzten Falz angepasst, also mit der Handkreissäge angeschnitten. Unten haben wir 15 mm Luft. Hier sogar noch um 1,5 mm mehr. Wegen dem Setzen eventuell. So, jetzt gehe ich zurück, schau mir das an, ob die Luft passt. Der Erich hält von innen die Tür. Erich, ein wenig nach vor. Vielleicht komme ich hin und helfe dem Erich, weil der Erich... Schauen wir da umschauen. So, so passt das, oder? Ja. Und jetzt klappen wir das Band hin. Die kurze Wasserwaage haben wir hier. Erich, bist du bereit, dass ich vorbohre? Ich halte. Ich halte das jetzt mit der Wasserwaage in die Waage, das Band, und bohre das vordere Loch mal vor. Die Tür ist drunter gerutscht. Ja. Da unten ist das schräg. Passt, Erich. Ja, warte, ich hole es mit der Haxe zu. So, geht? Ja. Noch einen Keil. Jetzt haben wir hier bei Eisen vorgebohrt, damit sich diese Vierkant verhängt quasi. Die Tür rutscht hier immer nach unten. Geht's? Das ist blöd mit der Nase und das ist wegrutscht. Oder was sagst du? Stefan heißt der Kameramann. Er darf jetzt was sagen auch. Am Fusch. Fusch. Fusch heißt, er ist nicht sehr zufrieden. Aber wir können daran arbeiten und dann wird er zufriedener. Also man muss sich Mühe geben. Man muss die Hausherren schon überzeugen. Eine Nachkontrolle passt ganz genau. Jetzt bohre ich die anderen zwei Löcher. Ihr fragt euch, was der Erich da drinnen macht. Der Erich gibt eine Beilagsscheibe. Erich, geht's? Eine Beilagsscheibe und eine Mutter und zieht das den Torbandschrauben an, damit die Türe hält. Ja, der Erich hat gesagt, beim Mauerwerk gehört was weggeklopft, denn die Türe könnte jetzt unten, wird ja meinen, unten steht sie schon an und oben ist noch Luft und dass es dann schön schließt. So, passt das, Erich? Ja. So, ich gehe jetzt zurück und schaue noch mal, ob das eh alles noch passt. Ja. Diesel um. So, geht's, Erich? Ja. So. Achtung! Ich sage Achtung deswegen, dass ich dem Erich nicht durch die Hand durchbohre. Das haben wir hier auf dieser Baustelle schon circa 9-mal gemacht. Jetzt hat er nur noch einen brauchbaren Finger und der Herr dauert das so lange mit der Mutter ansetzen. Stimmt das, Erich? Ich habe den Gehörschutz auf. Er hat den Gehörschutz auf, er hört nichts. Das ist oft gut, wenn er den Gehörschutz auf hat.
den. Hey. Jetzt. Hast? Ja. Nochmal. Nochmal? Ja, mein Job. Das ist zu kurz. Okay. Zu kurz, warte. Warte, ich schlage die letzte rein. Geht? Passt? Passt. So, der eine müssen wir ersetzen. Und jetzt kommt innen noch. Erich, kann ich aufmachen? Ja. Hallo Erich. Das ist der Erich. Der Erich ist ca. 60 Jahre alt. Jetzt kommt innen hier noch so ein Querbalken her, wo wir den Riegel vorne, wo liegt dieser, dass ich den kurz herzeigen kann, Erich. Da war er. Da war er, weg ist er. Ah, hier ist er. Der kommt dann hier so her und dann kann man hier mit einem Holz oder hier mit diesen Eisen zumachen. Aber das zeigen wir euch nicht, denn der Hausherr ist schon sehr nervös, weil er will, dass schnell gearbeitet wird. Und ohne Kamera wird extrem. Er will was sagen. Wir haben das ja versetzt. Ah, dieses Band wurde versetzt, das war ursprünglich hier. Das war hier und der Hausherr hat mal eine Maurerausbildung gemacht, das ist schon so lange her. Ja. Er ist, wie alt ist der ungefähr? Was? Keine Ahnung. Viel zu alt. Extrem alt, oder? Ich schätze, der ist sicher. Dinosaurierzeiten. 30, 40 Jahre wird er schon sein, glaube ich. Auf jeden Fall war das Band hier und das wollten der Erich und ich nicht. Wir wollten, dass das mit der drüberen Türe in Flucht ist. Und jetzt haben wir gefragt, ob er das in die Höhe setzen kann. Und dann hat er uns gezeigt, wie schnell das geht. Er hat das in 2 Minuten, 50. Gutachtet. 15 Minuten, das Band hier rausgestellt. Das hat innen so Krallen gehabt, dass es im Putz und gut hält. Das hat er hier oben weggestellt, hat, glaube ich, mit einem Hilti-Hit reingeklebt und dann wieder verputzt, oder? Ja, genau. Genau. Ruckzuck. Ruckzuck ging, das ging wirklich. Er sagte auch dann immer zwischendurch, ja. Ruckzuck. Und das hat natürlich den Erich und mir sehr viel Stress gemacht. Wir haben dann auch schneller gearbeitet. Und dann sind einige Sachen schief gegangen. Aber weißt du, wir müssen in die Pause, es ist 12 Uhr. Schief und schräg geworden. Schräg ist es auch, es ist einiges schräg geworden. Aber wir haben gesagt, er braucht nur schräg nachputzen, dann wiegt es wieder gerade, oder? Ja. Sagen wir Danke, oder? Ja. Für was? Ah ja. Okay. Wir gehen jetzt. Wir sagen Danke, schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Tator Tischlerstube. Und tut mir schön die alten Türen restaurieren und ersetzen, nicht immer alles wegschmeißen und Plastikklumpert kaufen. Wir streichen das mit Leinöl, nur zur Info. Wir sehen alles. Tschüss. Bio-Liner.